Hallo, der zweite Teil, Bakasana. Von dieser Hocke, in der wir uns in Malasana eben befunden haben, gehen wir jetzt weiter in Bakasana. Dafür bringst du die Oberarme in derselben Haltung, bringst du die Oberarme gegen die Rauigkeit der Knie. So weit wie möglich oben die Richtung Achselhöhlen. Du setzt die Hände auf, breitest die Finger aus und versuchst langsam wippend dich mehr und mehr auf die Arme zu legen. Dann ist der nächste Schritt, dass du versuchst, dich hochzuheben und wieder zurückzugehen. Mach das als Training. Immer wieder hinein und hinausgehen. Nimm dir Zeit, 1, 2, 5, vielleicht 10 Wochen. Irgendwann entsteht die Kraft und das Gleichgewichtsgefühl, um auf die Hände auf den Händen stehen zu können. Dann kannst du da drin bleiben und du ziehst dich dann von deiner Mitte hoch in die eigentliche Endhaltung. Viel Spaß dabei. Zieh dich aus deiner Mitte hoch.